Für mich kommt David Molberg in Frage, weil er ist wirklich brutal schnell, egal was für ein Start, wie lang das Start gerade ist. Er scheint immer irgendwie die Lösung zu finden, die einfach schneller ist als die anderen. Und er ist wirklich sehr komplett am Start. Alex Vivonen, der kann das so abstimmen. Er fährt sehr aggressiv, im Gegensatz zu mir. Aber auch taktisch intelligent. Das ist mega spannend. Ich habe sehr viel gelernt bei ihm zuschauen. Und, er ist wirklich brutal dort. Und darum taktisch würde ich Alex nehmen. Dort würde ich mich nehmen. Ich habe lange Beine, gewisse Sprungkraft. Ich habe das Gefühl, ich kann die Sprünge besser nehmen als andere. Man sieht so, wenn ich genug Zeit habe, dann kann ich wirklich einfach flächer springen als die anderen und das Zeit gewinnen. Und das ist bei Stepdowns, bei Startelementen oder schnappigen, spickigen Sprüngen oder auch bei grossen, habe ich das Gefühl, mache ich das mit unter von den Besten. Ja, das ist, würde ich auch wieder mehr nehmen. Ich glaube, an den Olympischen Spielen hat man es gesehen, dass ich dort einfach alle davongezogen bin. Und das ist eine grosse Stärke von mir. Ich kann in den Rhythmus der Wellen gut lesen und sehr viel Tempo generieren und mehr als andere. Und darum habe ich das Gefühl, bin ich dort besser als andere. Dort würde ich Kevin Drury, der Kanadier, auslesen. Er ist klein und stabil und kann die Ski umdrücken, wo ich glaube, 2 Meter weiter in Radio muss fahren. Ich finde das sehr beeindruckend und der ist technisch sicher einer der Besten.